Der Grund, warum wir gesagt haben, die Jahrestagung soll sein, zurück zum Ursprung, weil wir der Aufspaltung unseres Faches entgegenwirken müssen. Es soll nicht sein, dass in Zukunft die Intensivmedizin von der Anästhesie getrennt ist. Wir wollen keine Aufspaltung. Wir sind tätig in der Notfallmedizin, wir sind dann tätig von im Schockraum, wir sind dann tätig im OP, perioperativ, wir sind tätig dann auf der Intensivstation und auch die Schmerztherapie perioperativ, die weitergeht und wenn Menschen schwer krank sind, die Palliativmedizin. Das heißt, diese Expertise, und auf das sind wir auch stolz, ist in unserem Fach gebündelt. Der erste Grund ist, dass der Bedarf gestiegen ist. Zum einen 2015 durch die Umsetzung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes, das dazu geführt hat, dass die im Krankenhaus verbleibende Zeit der Anwesenheit für die Ärzte reduziert worden ist. Und zum Zweiten für die Anästhesistinnen und Anästhesisten, dass sich die Tätigkeitsgebiete massiv ausgeweitet haben. Wir verstehen uns heute als sogenannte perioperative Mediziner. Das heißt, wir kümmern uns um den Patienten vor der OP, während der OP im Operationssaal, machen die Nachsorge nach der Operation, sind auf der Intensivstation tätig, kümmern uns um die Schmerztherapie bis hin zur Palliativmedizin, wie der Professor Licker eben erwähnt hat, und sind innerhalb des Spitals häufig noch für Notaufnahmen und für die Notfallmedizin außerhalb des Hauses als Notärzte tätig. In wenigen Jahren werden jährlich ca. 150 bis 150 Anästhesisten in den Ruhestand treten, in die Pension gehen. Wir haben aber im Moment den Fall, dass maximal 120 Fachärzte für Anästhesie sich neu in die Arztliste eintragen. Also Sie sehen, da gibt es ein Defizit von zurzeit oder von dann ca. 30 Fachärzten pro Jahr. Und dabei findet noch nicht mal Berücksichtigung die ungeplant aus dem Beruf ausscheidenden Anästhesisten. Wir haben vor 10 Jahren begonnen, ein Ausbildungskonzept für Notfallmedizin zu erarbeiten, das sich in einer ersten Stufe an alle Ärzte, die postpromotionell sozusagen den Weg des Arztes einschlagen, wendet. Diese Stufe wurde bereits mit der Ärzteausbildungsreform 2015 umgesetzt und wir haben heute die Situation, dass es klare gesetzliche Regelungen gibt für den innerklinischen Notfall, die für jeden Arzt eine entsprechende Ausbildung einfordern. Die zweite Stufe, die jetzt demnächst, vielleicht morgen im Ministerrat bereits endgültig beschlossen werden wird, ist die Regelung, die die Ausbildung für Ärzte und Ärztinnen im organisierten Rettungsdienst auf neue Beine stellt. Das bedeutet, Ärztinnen und Ärzte, die im Notarztwagen oder im Notarzthubschrauber tätig werden, haben jetzt in Zukunft eine klare Regelung der Ausbildung hinsichtlich klinischer Kompetenzen. Das bedeutet, sie müssen eine gewisse Anzahl von Patienten im Operationssaal im Rahmen von Einleitung von Notfallnarkosen, in der Sicherung des Atemwegs, im Bereich intensivmedizinischer Kompetenzen wie eben der Beatmung, der Schockbehandlung, tatsächlich nachweislich behandelt haben, um das dann auch draußen im Notarztwagen am Notarzthubschrauber zu tun. Entsprechend nationale und internationale Befragungen geben 20-40%, und das ist eine große Zahl, starke postoperative Schmerzen an, und zwar am ersten postoperativen Tag. Ein Viertel dieser Patienten klagen sogar über so starke Schmerzen, entsprechend NRS größer 7 auf einer Schmerzskala von 0 bis 10. Und gerade die ersten 24 Stunden haben hinsichtlich einer Schmerzchronifizierung eine große Bedeutung. In Österreich werden 1,2 Millionen operative Eingriffe pro Jahr durchgeführt und ca. 10% dieser Patienten werden chronifizieren. Ein Intermediate Care Bereich, das heißt ein Bettenbereich, wo man Patienten gut überwacht, keine invasiven intensivmedizinischen Maßnahmen setzt, aber milde Probleme wie Probleme mit der Atmung, mit nicht-invasiven Methoden, Probleme des Herz-Kreislauf-Systems und vor allen Dingen Probleme auch des Gehirns bei alten Menschen. Viele Menschen sind nach langen, großen Operationen in ihrer Vigilanz verändert, sind auffällig, können delirant sein. Und dazu brauche ich nicht eine hochtechnisierte Intensivstation, sondern dazu brauche ich Intermediate-Care-Betten. Es ist unser Versprechen an unsere Patienten und Patientinnen, ihr Wohl, ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen.
Kolleginnen und Kollegen anderer Fächer, Gesundheitsberufe, laden wir ein, wir waren jetzt die Vorreiterrolle mit diesem Manifest für menschliche Medizin, dass sie sich hier praktisch auch dann dementsprechend anschließen. Gleichzeitig appellieren wir auch an die gesundheitspolitischen Verantwortungs- und Entscheidungsträger, für die entsprechenden Rahmenbedingungen zu sorgen.